Heutigen Übungsszenario sind wir von einer Unwetterlage ausgegangen, bei der ein sich im Ablauf befindliches Fußballspiel durch ein spontan aufziehendes Unwetter überrascht wurde. Und bei diesem Unwetter wurden durch die schweren Stürme Gegenstände auf dem Spielfeld umhergeschleudert und ein Baum wurde umgeknickt sowie eine Grillstation verwüstet, die noch mit heißer Asche befüllt war. Da war die Schnelleinsatzgruppe Mitte eingebunden, die aus 10 Bereitschaften besteht, der DRK Ortsvereine, im folgenden Büchenau, Bruchsal, Heidelsheim, Helmsheim, Untergrombach, Obergrombach, Karlsdorf, Neutrath und Forst Hambrücken.
Genau, also bei unserem Eintreffen war es eine relativ chaotische Lage. Bedingt durch dieses Unwetter waren die Patienten eigentlich quer über den Sportplatz verstreut. Manche waren auch in schwer zugänglichen oder einsehbaren Bereichen. Deswegen war unsere Erstmaßnahme, uns einen Überblick zu verschaffen, weitere Kräfte nachzualarmieren, da wir initial nur mit relativ geringen Kräften da waren. Und nachdem wir uns dann den Überblick verschafft haben über die Gesamtzahl der Patienten, eine ärztliche Sichtung durchzuführen. Das heißt, sich jeden Patienten einmal kurz anzuschauen, zu sehen, wie schwer er verletzt ist und dann einfach eine Prioritätensetzung zu machen. Das heißt, dass die am schwersten verletzt sind, auch zuerst versorgt werden und auch gegebenenfalls abtransportiert werden. Dann der nächste Schritt war, dass nachdem die Patienten gesichtet wurden, dass es bei jedem Patienten, dass jeder Patient betreut und erst versorgt wurde durch unsere Kräfte und dann auch eben die Schwerstverletzten, die am schnellsten ins Krankenhaus mussten, auch abtransportiert wurden, direkt vom Sportplatz. Parallel dazu wurde durch weitere Kräfte eine sogenannte Patientenablage, also eine strukturierte Patientenablage aufgebaut, wo dann die Patienten, nachdem sie vom Sportplatz dorthin transportiert wurden, besser und effizienter versorgt werden konnten. Und parallel dazu eben der weitere Abtransport der Patienten. Jetzt aktuell haben wir noch einige wenige Patienten auf dem Sportplatz. Die Schwerstverletzten sind bereits abtransportiert, bzw. sind auf dem Transport in die Krankenhäuser. Und die Mittelschwer- und Leichtverletzten werden jetzt nach und nach noch in die Patientenablage transportiert, von wo aus sie dann nach Erstversorgung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert werden. Wir hatten insgesamt 21 Verletzte. Davon waren 5 die vital Bedrohten, also die am schwersten Verletzten. Dann hatten wir insgesamt 11 Schwerverletzte, mittelschwer bis Schwerverletzte und 5 Patienten, die leichter verletzt waren, die nur kleinere Verletzungen hatten. Genau, also grundsätzlich gibt es ja auch im Zuge des Klimawandels immer schwerere Unwetter und auch manchmal kündigen die sich ja nur relativ kurzfristig an. Deswegen gibt es ja durchaus immer mal wieder Fälle, wo es im Rahmen von irgendwelchen Sportveranstaltungen zu einem Blitzschlag oder zu einem Unwetter mit daran beteiligten Verletzten kommt. Beispielsweise kommt es auch häufiger vor im Rahmen von Zeltlagern, dass da ein Unwetter drüber geht und es dann eine Vielzahl an Verletzten gibt. Also es ist durchaus ein Szenario, was jetzt vielleicht nicht jeden Tag passiert, Gott sei Dank, aber was durchaus im Bereich des Möglichen ist und durchaus in der Vergangenheit auch schon vorgekommen ist. Genau, also das ist eigentlich so die, Sie haben es schon angesprochen, die beiden Hauptschwierigkeiten. Einmal eben sich einen Überblick zu verschaffen über die Lage, weil wenn man da kommt, sind ganz viele Menschen da, Patienten, Ersthelfer, Kräfte verschiedener Fachdienste und sich da einfach einen vernünftigen Überblick zu verschaffen, das ist auch eigentlich das Ziel der heutigen Übung, dass man das übt, weil es funktioniert nur, indem man strukturiert vorgeht und indem sich die Führungskräfte auch eng untereinander absprechen und Informationen weitergegeben werden, dass nicht jeder, der kommt, jede Führungskraft, die kommt, wieder bei Null anfangen muss, sondern dass man bei den Informationen, die vorhanden sind, dass man auf die aufbauen kann. Das ist so das und darauf aufbauen natürlich, dass man die Informationen nicht nur tauscht, sondern dass man sich auch eben so abspricht, dass jeder Bereich abgedeckt ist, aber kein Bereich oder keine Aufgabe doppelt gemacht wird, dass es auch klare Zuständigkeiten gibt. Und das ist natürlich auch Ziel einer Übung in dieser Größe, dass sich die einzelnen Bereitschaften und die einzelnen Fachbereiche, dass die sich miteinander koordinieren. Und dass es oben in der Führung quasi, dass man da auch den Überblick behält. Genau, also es gibt, also ich glaube im Großen und Ganzen hat es gut geklappt. Es gibt natürlich viele kleinere und mittlere Dinge, die aufgefallen sind, die wir nachbesprechen werden. Aber das ist ja auch Ziel der Übung, dass solche Dinge auffallen und dass wir dann daraus lernen können, dass es im Einsatz dann funktioniert. Ja, wenn er hält, der die Schiene. Aber mein Kollege hat er, das ist jetzt mal ziemlich spät. Ja, stimmt. Das sind wir noch wieder auf Ring 2. Wegen wir hier in der Frage Luft. Ja, aber das ist mal nicht ein bisschen in der Nacht. Jetzt schon 3 Fahrzeuge hier wegfahren sehen, die in den nächsten 15 Minuten in der Klinik in Buchstaben ankommen. So, ich habe jetzt diese Patienten. Dass man auch bei größeren Schadenslagen 20 Verletzten. Die Ringe müssen wir wegfahren, weil die müssen wir ihr auch untergeben. Zur rechten Zeit. Aber die Ringe müssen weg. Welche Anzahl zur Stimme verwendet? Das ist noch was aussehen.
Können Sie mal die Beine am rechten Bein die Zehen bewegen? Das geht nicht. Spüren Sie das? Nein, ich merke nichts. Okay. Am linken Bein spüren Sie das? Ja, da kribbelt es. Okay, Sie können es aber bewegen. Wissen Sie, was passiert ist? Ich bin ausgerutscht nach da oben. Dann kam der starke Wind und dann bin ich auf den Rücken gefallen. Okay, also Sie sind laufen, Sie sind irgendwo nachgestürzt. Ja, auf die Steine hinten. Auf die Steine, aber jetzt aus keiner großen Höhe oder so? Nein. Okay. Fahrt einmal die Hand ab. Mit der Luft bekommen Sie gut Luft? Ja, Luft kriegen. Ja, Luft, alles gut. Aber der Rücken tut so weh. Feststellen. Wenn man steckt zurück. Ja, definitiv. Das würde ich so unterschreiben. Die Ausbildung, die ein Helfer bei uns durchläuft, ist sehr breit gefächert. Beginnend einem Einführungsseminar, da die grundlegenden Strukturen des Körpers erläutert, über einen Erste-Hilfe-Kurs einer anschließenden Helferkursausbildung. Einfachste Weg ist, Zuschauen bei den doch sehr weitläufigen Einsatzgeschichten und wir verweisen auch auf die weiteren Aktionen im Rahmen des Jubiläums. Thank you.